Bougro, der hier die Scheibe holt. Und dann geht sie rein. Bougro mit dem Schuss aus der Drehung heraus und trifft tatsächlich, überrascht hier Deklu mit seinem Schuss zum dritten Saisontreffer. Also, bring die Scheibe auf den Kasten. Sehen wir es noch einmal. Das sieht Gauthier Deklu für einmal nicht gut aus. Das ist das Wunschszenario natürlich für das Team von Christian Dubé. Fribourg-Gotteron geht hier mit 1:0 in Führung. Längerung. Dann der Arne geht alleine auf Deklu los und erzielt das 2:0. Was für ein Breakaway von David De Arne. 14. Saisontreffer für ihn. Der auch nächste Saison bei den Freiburgern spielen wird. Vuyamo, der arme Kerl, der Junge an der blauen Linie, verliert er die Scheibe gegen De Arne. Souverän gemacht. Le Gult versuchte noch einzugreifen. Aber De Arne mit der ganzen Routine aus 575 National Hockey League Spielen. Heftige Reaktion von Servet und dann Tömmernes mit dem Anschlusstreffer. Dreizehnter Treffer für ihn, Tömmernes mit dem Anschlusstreffer, mit dem wichtigen, wütenden Angriff von Servet, die Freiburger hier einschnüren und dann an Freund und Feind für vorbei, für einmal nicht ganz optimal die Abwehr, wobei hat hier Patry noch abgelenkt, ich würde meinen ja. Sind alle miteinander verwandt und bringen nichts ein. Jetzt die Möglichkeit und dann das Tor für Marchand zum 3:1. Nathan Marchand mit dem Treffer. Vierter Vollerfolg ins Schwarze für ihn. Marchand, der Knieprobleme hatte, fiel eine Zeit lang aus. Im Powerplay hat es noch nicht geklappt, aber kurz danach die Vorarbeit von Mauro Jörg und Marchand findet die Lücke zwischen Lattenkreuz und Deklus Schulter. Sehr schön gemacht von Nathan Marchand. Freiburger Eigengewächs an der Scheibe für Tömmernes drin. Die Stürmer sind geblieben. Fair mit dem Querpass auf Omar und dann 12 Sekunden bevor dieses Powerplay abläuft, doch noch der Anschlusstreffer. Keine Chance hier für Berra. Sehr schön der Pass von Fair quer durch die Box durch.